Herzlich willkommen zu unserem Fight Fusion Channel. Wir zeigen euch heute einen Submission-Angriff direkt aus dem Stand-Up. Wir befinden uns im Standkampf und hier entscheidet alles über die wichtigen Griffe. Wenn euch der Gegner greift, ist natürlich immer wichtig, dass ihr solche Griffe erstmal löst. Und jetzt zeigen wir euch eine Möglichkeit, wie ihr mit zwei Griffen direkt in die Submission reinkommt. So einen Baseball-Job. Ihr greift hier oben rein. Nur der Daumen fährt hier entlang, so weit wie möglich rein. So habt ihr den ersten Griff. Da denkt sich der Gegner meistens nichts, das ist eine Kontrolle, die sehr häufig vorkommt. Und jetzt kommt ihr mit der zweiten Hand so rein, mit vier Fingern innen und der Daumen außen. So dass ihr dann so zusammengreift, wie wenn ihr einen Baseballschläger festhalten würdet. Deswegen Baseball-Joke. Also hier rein, vier Finger innen, meine Finger berühren sich hinten. Und jetzt lasse ich mich fallen. Mein Kopf geht immer in die Richtung, wo die Daumen hin zeigen. Ja, in diese Seite. Und meine Beine fallen auch da. Lass mich fallen. Und wir landen hier in der Side Control. Das heißt, ich ziehe den Gegner direkt mit nach unten in die Side Control. Bloß bleibe ich jetzt nicht liegen, sondern fange direkt mit dem Würger an. Bringe meine Ellbogen nach oben und drehe mich auf die Seite. Und bringe hier den Finish. Was passieren kann, dass ihr den Gegner manchmal überdrehen müsst. Sie einfach euch weiter auf den Bauch, weiter auf den Bauch. Und dann landet ihr oben. Und jetzt könnt ihr von hier den Baseball-Joke ebenso finishen. Indem ihr euch seitlich bewegt, nicht mehr hier bleibt, sondern den Kopf neben die Hüfte und hier die Unterarme zusammenbringt. Und dann habt ihr einen schönen starken Würger.